Damit sind wir fast schon am Ende unserer Mai-Ausgabe. Bevor wir uns bis zum 27. Juni verabschieden, haben wir aber noch ein paar Bilder vom Jubiläum 125 Jahre Herrenkrugbahn, vom Kultur-Kaffeeklatsch in der Klosterbergestraße und vom Gedenken an den 55. Jahrestag der Sprengung der Ulrichskirche. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Am 14. Juli 1886, also vor fast 125 Jahren, fuhr die erste Dampfbahn vom Heumarkt zum Herrenkrug. Der Verein IG Nah erinnerte am vergangenen Samstag an dieses Jubiläum. Historische Straßenbahnen verkehrten vom Museumsdepot Sunburg über den Hauptbahnhof zum Herrenkrug. Mitglieder des Denkmalpflegevereins Berlin brachten einen besonderen Leckerbissen mit, ein Doppeldeckerbus des Typs DO 54. Ebenfalls am vergangenen Samstag gab es den ersten Kunst-Kaffeeklatsch in Buckau, veranstaltet von den Künstlern der Klosterbergestraße. Dazu hatten alle Galerien, Ateliers und viele Höfe geöffnet, um den Besuchern einen Blick hinter die Kulissen zu gestatten. Es gab Führungen, Erläuterungen zu den Rayonhäusern und Kaffee und Kuchen. Auch der Verein Haus und Grund, nicht unwesentlich an der Umgestaltung der Straße beteiligt, war vertreten. Am Morgen des 5. April trafen sich 10 Mitglieder des Kuratoriums Ulrichskirche, um in einer Schweigeminute der Zerstörung der Kirche zu gedenken. Darunter waren auch 2 Vereinsmitglieder aus Braunschweig. Im Anschluss an die Gedenkminute gab es eine angeregte Gesprächsrunde, zu der sich auch eine Passantin gesellte, die ihr Bedauern darüber ausdrückte, dass der Bürgerentscheid am 20. März den bekannten Ausgang genommen hatte.